Hergé begann im September 1925 für die Zeitung Le XXe Siècle, auf Deutsch das 20. Jahrhundert, zu arbeiten. Er hatte sich ursprünglich für eine Position als grafischer Designer beworben, ohne Erfolg. So nahm er dort stattdessen eine Stellung in der Abteilung für Kundenabonnements an. Er war damals gerade mal 18 Jahre alt. Le XXe Siècle war ein erzkonservatives, katholisches Blatt und dies mutet erstmal als ein wenig gesundes Umfeld für einen jungen Künstler an. Doch so war in Belgien der Zeitgeist in diesen Jahren. Die Spielräume für die eigene Entfaltung waren entsprechend klein. Georges Remy war in einfachen, wenig betuchten Verhältnissen aufgewachsen. Dennoch gehörte seine Familie nicht der Unterschicht an. Er hatte als Kind den Ersten Weltkrieg erlebt und die Besatzung Belgiens durch die Deutschen. Starker Nationalismus oder Patriotismus wurde in seiner Welt, umgeben von Großreichen wie Frankreich und Deutschland, geradezu als eine Pflicht empfunden. Hinzu kam ein strenges katholisches Empfinden, das ihm in seinen jungen Jahren auf einer von Priestern betriebenen Schule eingebläut wurde. Natürlich, nach heutigem Verständnis wurde die Gesinnung des jungen Hergé von geistigen Strömungen geformt, die man nur als rechtsradikal bezeichnen kann. Seinen ersten Comicbänden merkt man das auch stark an. Doch es ist ein zentraler Teil seiner persönlichen Lebensreise, solchen Dogmen zu entwachsen und sich für ein aufgeklärtes Weltbild zu öffnen. Die Geburt von Tim und Struppi ließe sich auf zwei vorrangige Einflussfelder reduzieren. Zuerst sind da jene Jahre, die Georges Remy als Teenager bei den Pfadfindern verbracht hatte. Gerade das moralische Wertesystem der Pfadfinder und ihre Ideale der Aufrichtigkeit und Direktheit, sie alle standen später bei dem rasenden Reporter Tim Pate. Und das ist insofern bedeutsam, als dass Hergé häufig in Interviews zugegeben hatte, seine gesamte Kindheit als grau empfunden zu haben. Seine Kindheit sei etwas, worauf er nur ungern zurückblicken würde. Avec dégoût, hatte er einmal gesagt, mit Abscheu. Doch an anderer Stelle sagte er auch, mein Leben wurde auf einmal bunter, als ich den Pfadfindern beitrat. Als Hergé beim Le XXe Siècle in der Verwaltung begann, hatte er bereits seit einigen Jahren gezeichnet. Er hatte auch für Jamais Assez, zu Deutsch Niemals Genug, und später für Le Boy Scout Belge, die Verbandszeitschriften der Pfadfinder, diverse Zeichnungen und Grafiken angefertigt. Dort fing er im Sommer 1926, parallel zu seinem eher langweiligen Job beim XXe Siècle, mit einer eigenen kleinen Reihe an, mit dem Titel Les Aventures de Totor. Der aufrichtige, abenteuerlustige Pfadfinder Totor kann durchaus als ein direkter Vorläufer von Tintin oder Tim gesehen werden. Nach seinem militärischen Pflichtdienst, den er zwar mit einem gewissen Enthusiasmus begonnen hatte, doch der ihn schon bald noch mehr gelangweilt hatte als die Schule, kehrte Hergé zu Le XXe Siècle zurück. Und damit kommen wir zu der zweiten großen Einflusssphäre um die Entstehung von Tim und Struppi. Denn in der Redaktion der Zeitung hatte er einen schicksalhaften Termin im Büro des Mannes, der einerseits von großer Bedeutung für die Karriere von Hergé werden sollte, gleichzeitig aber einer der wahrhaftig unverdaulichen Figuren in Hergés Biografie darstellen sollte. Ein Makel, der den Zeichner später noch lange verfolgen würde, doch von dem zu distanzieren sich Hergé stets geweigert hatte. Die Rede ist von Abbé Norbert Vallès. Man muss sich vorstellen, dass der Betrieb vom Le XXe Siècle einen sehr geschlossenen Zirkel darstellte. Die Zeitung war nicht einmal allzu erfolgreich, doch über die Jahre wurde sie von Mitgliedern der belgischen Regierung und Aristokratie mit einem festen Griff über dem Wasser gehalten. Und der katholischen Kirche, die in dieser Zeitung ein Sprachorgan sah. Abbé Vallès hatte auf Anordnung von Kardinal Mercier in 1925 die Leitung der Redaktion übernommen. Er war ein knallharter Ultrakatholik und Faschist, der ein handsigniertes Foto von Mussolini in seinem Büro hatte, mit Widmung. Norbert Vallès war von dem jungen Hergé, wenn schon nicht beeindruckt, so zumindest inspiriert. Er hatte die Zeichnungen von Totor gesehen und sah sofort das Potenzial. Er gab ihm deshalb den ersehnten Job in der grafischen Abteilung. Studiert man heute die Beschreibungen von Vallès, so wird deutlich, dass er sogar unter seinesgleichen ein Exzentriker war, an dem sich die Geister schieden. Er war ein katholischer Priester und Herausgeber in einer Person. Er mochte ein rechtsradikaler Katholik sein, doch zugleich verstand er sich als ein progressiver Vordenker. Er vertrat die Meinung, dass die Katholiken keineswegs altbacken sein mussten, sondern sich aller modernen Mittel bedienen sollten, um ihre Message an den Mann zu bringen.
und hierbei erschien es ihm unverzichtbar, auch einen direkten Draht zur Jugend zu haben. In gewisser Hinsicht konnte man ihn als ein PR-Genie bezeichnen. Nur ein Jahr später hatte Vallès eine Beilage zu der Zeitung entworfen. Dieses Beiblatt sollte sich ausschließlich an Kinder und Jugendliche richten. Der Titel Le Petit Vingtième, auf Deutsch das kleine 20. Hergé wurde zum Redakteur dieser neuen Abteilung ernannt. Man muss natürlich an sich heranlassen, dass Le Petit Vingtième ein recht übles Propagandablättchen war, das auf eine sehr unverhüllte Art und Weise ultrakatholische und antisemitische Botschaften direkt in die Köpfe junger Leser platzierte. Und das ist keine Übertreibung. Pierre Assouline beschreibt in seiner Hergé-Biografie einige der Widerwärtigkeiten, die im kleinen 20. abgedruckt wurden. Hergé anheften kann man dies nur sehr peripher. Er war zu diesem Zeitpunkt ein junger Mann in seinen frühen 20ern und andere beschrieben ihn als etwas unreif und mit den Wesenszügen eines Teenagers. Die ideologische Richtung wurde ihm von seinem Boss Abbé Vallès vorgegeben. Hierbei fokussierte sich Hergé vorrangig auf Cartoonreihen. Anfangs waren es vor allem Auftragsarbeiten mit Texten und Inhalten, die von anderen Redakteuren geschrieben wurden. Doch die Geburt von Tim und Struppi stand unmittelbar bevor. Denn Hergé war nur mäßig damit zufrieden, die Ideen eines anderen Texters mit Zeichnungen zu versehen. Er wollte seine eigenen Geschichten erzählen. Hierbei spielt eine große Rolle, dass Hergé stets von einem gewissen Fernweh beseelt war und schon als Kind davon träumte, ferne Kontinente zu bereisen. Nun, da er als erwachsener Mann ins Leben getreten war, schienen solche Träume plötzlich unerfüllbar. Und möglicherweise war Hergé eben auch nicht der Typ dafür, um unentwegt in Züge und Flugzeuge zu steigen und um die Welt zu reisen. Liest man seine Biografie, so hat man häufig das Gefühl, als ob es ihm an psychischer Robustheit und am Selbstbewusstsein gemangelt hatte, um die Schuhe eines Weltreisenden und Abenteurers zu füllen. Doch in der Redaktion von Le Vingtième Siècle hörte er die Namen solcher Journalisten unentwegt, wenn diese aus fernen Ländern ihre Korrespondenzen durchgaben. Hergé hatte bis 1928 die Abenteuer von Totor gezeichnet. Doch es wurde ihm klar, dass der Aktionsradius eines jungen Pfadfinders relativ begrenzt war. Hergés Interesse an rasenden Reportern inspirierte ihn zu einer neuen Figur. Totor nicht unähnlich, doch ein kleines wenig älter, ein wenig mondäner. Und so wurde Tintin erschaffen. Tintin ist Hergés Schöpfung, doch es ist ein häufiger Gesprächspunkt, wie stark der Norbert Vallès hier eine Rolle spielte. Oft wird angenommen, dass gerade Tims Beruf als Reporter eine Idee von Vallès war. Der Abbé wollte, dass sich diese Kunstfigur für die Kinder möglichst echt anfühlte und somit auch dafür benutzt werden konnte, direkt zum Publikum zu sprechen. Er sollte ein Reporter sein, der über die Vorgänge der Welt berichtete, während Hergé dazu die Bilder lieferte. Und es sollte erwähnt werden, dass auch der Ultranationalist und spätere Neonazi Léon Degrelle für sich lange Zeit beanspruchte, Hergé als Inspiration für Tintin gedient zu haben. Etwas, was Hergé vehement bestritt. Wahr ist, dass Hergé eines von Degrelles Büchern illustriert hatte, etwas, das er in späteren Jahren vermutlich gerne ungeschehen gemacht hätte. Eine weitere Innovation gegenüber Totor war natürlich ein weißer Terrier, der fortan nicht von Tintins Seite rücken sollte. Hergé nannte ihn Milou, was der Spitzname eines Mädchens war, das ihn nicht lange davor abblitzen ließ. Auf Englisch sollte Milou Snowy heißen und auf Deutsch natürlich Struppi. Mit Struppi hatte Hergé echte Pionierarbeit der Comic-Kultur geleistet, was ihm seinerzeit vermutlich nicht bewusst war. Denn hier haben wir eine dieser heute typischen Kunstfiguren, die einerseits in der Geschichte existieren, aber gleichzeitig auch zu dem Leser einen besonderen Draht haben. Denn Struppi spricht, doch nur wir können ihn verstehen. Zwar gibt es gerade in den frühen Bänden unentwegt Situationen, die so aussehen, als ob Tim und Struppi sich unterhalten, doch bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass Struppi immer nur auf Tim reagiert und Tim nie auf Struppi. Von Tims Warte aus gesehen sind Struppis Worte vermutlich nur Gebell. Nur wir können lesen, was er eigentlich sagt und meint. Hergé hatte von Anfang an vorgehabt, Tim in alle Ecken der Welt zu senden, doch Abbé Vallès hatte wenig übrig für reine Schwärmerei. Für ihn war die Message wichtig. Der neue Held Tintin sollte nicht in der Exotik trödeln, sondern pointiert die Feindbilder der Katholiken angreifen. Und das war auf der einen Seite der rote Schrecken des Marxismus-Leninismus und auf der anderen Seite die Dekadenz des entfesselten Kapitalismus. Und so gab der Abbé dem jungen Hergé das erste Reiseziel vor. Die Erzfeinde des Katholizismus,
die kommunistische Sowjetunion. Dies wäre alles andere als Hergés erste Wahl gewesen, und es ist zu bezweifeln, ob Tanta jemals Russland besucht hätte, wäre es nur nach Hergé gegangen. Aber Abbé Vallès war der Boss, und so entstand Tim im Lande der Sowjets. Die Reihe erschien zwischen Januar 1929 und Mai 1930 mit jeweils 2 Seiten in jeder Ausgabe des Petit Vingtième. Hierbei beinhaltete eine Seite 6 Paneele oder Bildplatten, somit also 12 Paneele pro Ausgabe. Tim im Lande der Sowjets ist problematisch. Zum einen ist es keine besonders gute Geschichte. Tim bricht nach Moskau auf, um über die Machenschaften des Sowjets zu berichten. Dies ist übrigens eine der wenigen Situationen, wo Tims Abenteuer in irgendeiner Weise auf die Idee einzahlen, dass er ein Reporter ist. Für Hergé wurde dieser Aspekt der Figur bereits nach wenigen Jahren recht uninteressant, und so versickerte es konzeptionell recht bald. In der Zukunft würde Tim nicht für einen Artikel oder eine Story unterwegs sein, sondern um des reinen Abenteuers willen. An einer Schreibmaschine sieht man ihn auf jeden Fall nie. Die Reise nach Moskau wird schon bald unterbrochen, als ein Anarchist im Zug einen Sprengsatz zündet. Daraufhin wird in Berlin Tim von den Deutschen verhaftet und verdächtigt, der besagte Terrorist zu sein. Von da an ist die ganze Reise eine endlose Hetzjagd, zumeist mit den Schergen des GPU, des Vorläufers des KGB, auf den Fersen. Die Sowjets werden in dieser Geschichte als einseitige Schurken dargestellt, die jeden, der nicht einer von ihnen ist, sogleich töten wollen. An einer Stelle beschließen 2 herumtrödelnde Milizionäre, Struppi einen schweren Stein auf den Rücken zu binden und ihn ins Wasser zu werfen, weil sie sich gerade etwas langweilen. Und spätestens als der gefangene Tim an einen chinesischen Foltermeister übergeben wird, brechen die bigotten und rassistischen Alltagsvorstellungen des erzkatholischen Belgiens dieser Zeit durch. Hergé sollte später dafür bekannt werden, für seine Arbeiten an Tintin ausgedehnte Hintergrundrecherchen zu betreiben. Sicherlich auch in der Bemühung, diesen frühen Schandfleck seiner Karriere auszubügeln. Denn damals, in 1929, ist von Recherchen noch nichts zu merken. Das einzige Buch, das ihm in den Alltag der Sowjets einen gewissen Einblick bietet, erhielt er von Norbert Vallès. Es ist das einseitige Buch Moscou sans voile, auf Deutsch Moskau ohne Schleier, von Joseph Douillet. Natürlich darf man hier das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Die GPU war eine furchtbare Organisation und die Bolschewiken hatten mehr als genug Blut an den Händen. Es fiel mir nicht ein, diese Leute allzu sehr in Schutz zu nehmen. Die Sowjetunion war damals gerade mal 12 Jahre alt und viele der Kritikpunkte, die Hergé in diesem Band etwas plump präsentiert, sind durchaus berechtigt. Doch ein ausschließlich tollwütiger Haufen von Mördern waren die Russen damals nicht. Sie sind es übrigens auch heute noch nicht, egal wie es die eine oder andere Medienplattform darstellen mag. Somit ist Hergés jugendlicher und stark demagogischer Angriff auf die Sowjetunion nicht gänzlich ungerechtfertigt. Doch der junge Zeichner stolpert bei seiner unreifen Kritik unentwegt über die eigenen Füße, indem er jeden Russen entweder als cholerisches Monster darstellt oder als einen gleichgültigen Sadisten. In einer Szene beobachtet Tintin, wie die Bolschewiken Brot an hungernde Straßenkinder verteilen. Doch nur dann, wenn sie sich zur Partei bekennen. Der junge Reporter Tim ist von all dieser Armut betroffen. An dieser Stelle besitzt Hergé allerdings nicht die moralische Überlegenheit, um mit dem Finger auf andere zu zeigen, war doch gerade in seinen Jahren Belgien massiv verarmt, ohne dass die reiche Aristokratie allzu viel dagegen unternommen hatte. Joris Ivens und Henri Storck hatten in 1932 und 1933 ihren Dokumentarfilm Misère au Borinage, Elend in der Borinage, gedreht und darin die katastrophale Kinderarmut in dem belgischen Industriegebiet Borinage porträtiert. An dieser Stelle ist auch wichtig zu verstehen, dass Belgien um die Jahrhundertwende für kurze Zeit die 4. stärkste Wirtschaftsmacht der Welt war. Das war vor allem den Bergwerken zu verdanken, einer ausgedehnten Stoffindustrie und vor allem einer massiven Exportwirtschaft. Doch am Ende des Ersten Weltkriegs ist Belgien bankrott. Und darin unterscheidet sich das Land gar nicht so sehr von der Sowjetunion, die ihre Revolution durchaus mit nachvollziehbaren Programmpunkten beginnt, doch im Verlauf des Ersten Weltkriegs komplett ins Chaos und ein finanzielles Abseits gestürzt wird. Hier wird also deutlich, dass Hergé sich nicht damit beschäftigen möchte, erst vor der eigenen Haustür zu kehren. Er ist eben jung und er hat einen mächtigen Demagogen im Nacken, der seine Zeichenstriche lenkt. Das wird in der Szene auf der Seite 36 deutlich, in der sich ein bolschewistisches Komitee mit vorgehaltenen Pistolen eines einhelligen Wahlergebnisses versichert.
Ein Panel verdient hier besondere Erwähnung. Denn in diesen frühen Jahren des kommunistischen Experiments gab es im Westen allerlei Bücher, die sich mit der Sowjetunion beschäftigten. Darunter auch Reiseberichte. Und viele dieser Bücher waren in ihrer Berichterstattung durchaus fairer. Zu nennen wäre hier zum Beispiel Eine russische Reise von Alberto Moravia oder das Buch Russia in the Shadows, geschrieben ausgerechnet vom Vater der Science-Fiction H.G. Wells. In diesem Buch verarbeitet der berühmte Brite seinen Besuch in der Sowjetunion und sein Interview mit Lenin. Das Buch ist durchaus kritisch und Wells lehnte den Marxismus letztendlich ab. Doch er verstand auch, was die Revoluzzer im Osten zu erreichen versuchten und war durchaus der Meinung, dass die westliche Welt auf sie zugehen sollte, statt sich zu isolieren. Hergé widmet solchen Russlandverstehern ein eigenes Panel, in dem er deutlich macht, dass die westlichen Journalisten naiv sind und sich von den Bolschewiki an der Nase herumführen lassen. Auch hier operiert Hergé 1:1 nach Joseph Douillets propagandistischem Buch. Auch Tintins eigener moralischer Kompass ist an dieser Stelle noch in Entwicklung. Als er einen Polizisten mittels Fußtritt in den Fluss befördert, verhöhnt er ihn noch, während dieser zu ertrinken scheint. Beinahe 50 Jahre später wird Hergé bei Tim und Struppi zu der sozialen und geopolitischen Kritik zurückkehren. Dann wird dies jedoch auf höchstem Niveau geschehen und von außerordentlich präziser Schärfe sein. So muss man Tim im Lande der Sowjets als das nehmen, was es ist. Es ist der erste Schritt einer großen Reise, ein unbeholfener Schritt voller zweifelhafter Moral und mit einer mangelhaften Handlung. Das Spannende an diesem Erstling ist die Chance, ein Genie in seiner künstlerischen Entwicklung zu sehen. Die Zeichnungen mögen noch sehr krude sein, unentwickelt, doch an einigen Stellen erkennt man bereits jenen Sinn für Perspektive und klare Linie, der später so berühmt werden sollte. Tim und Struppi-Bände stehen eben für ein stetiges Wachstum. Für ganze Jahrzehnte ist der nächste Band stets ein wenig besser als der vorangegangene. Und hier, an dieser Stelle, in 1929, erscheint der Weg in jene Stratosphäre, die man mit Hergé assoziiert, noch sehr, sehr lang. Und doch gibt es durchaus einzelne Zeichnungen, die bereits andeuten, warum Hergé eines Tages so beliebt werden sollte. Und man sollte durchaus auch die grundsätzliche Dynamik von Tim im Lande der Sowjets hervorheben. Ein Handlungsstrang mag zu großen Teilen kaum erkennbar sein, doch die Idee, dass ein Protagonist durch die Geschichte nicht schreitet, sondern rennt, muss in 1929 extrem modern und originell gewirkt haben. Tintin springt auf Züge, stiehlt Autos, duckt sich vor Pistolenkugeln, havariert mit einem Flugzeug, taucht, friert und kämpft mit seinen sadistischen Verfolgern. An einer Stelle prügelt er sogar einen Bärenwindel weich, was vermutlich symbolisch verstanden werden soll, da der Bär mit Russland assoziiert wird. Tintin erscheint hier mehr wie ein Superheld als ein Journalist. Ein Superheld, bevor Superhelden erfunden wurden. Die Atmosphäre erinnert an eine Mischung aus 24 und Bourne Identity. Man muss Hergé auch zugutehalten, dass Comics damals in einem kruden Entstehungsstadium waren. Sogar die Meisterwerke eines Hal Forster befanden sich weitgehend erst in Entstehung und sogar der Einsatz einer Sprechblase galt in dieser Zeit noch als eine kontroverse Entscheidung. Die meisten Zeichner platzierten ihre Texte unter der Zeichnung. In dieser Hinsicht muss man Hergé eingestehen, dass er in Tim im Lande der Sowjets bereits intensiv mit dem Comic-Format experimentiert und hierbei wegweisende Ideen umgesetzt hatte. Auf der letzten Seite der Geschichte kehrt Tim nach Brüssel zurück, wo er von einer riesigen Menschenmenge jubelnd empfangen wird. Hier machte sich die Marketingtüchtigkeit von Vater Wallace bemerkbar. So aktivierte er für jenen Tag, an dem die letzte Seite der Geschichte im Petit Vingtième erschien, alle umliegenden Pfadfinderverbände und heuerte einen Darsteller in russischer Kleidung an, der Tintin ähnlich sah. Sogar ein weißer Terrier wurde besorgt. So zelebrierte man unter riesigem Volksjubel Tims Rückkehr als eine Art Cosplay. Für Hergé war das eine etwas schockierende Erfahrung. Er hatte nicht damit gerechnet, dass Tintin so ein Erfolg sein würde. Bereits die einjährige Herausgabe der einzelnen Fortsetzungen hatte den Verkauf der Zeitungen stark angekurbelt. Die Jugendbeilage war ein großer Erfolg und die belgischen und französischen Kinder erwachten zu einem neuen Phänomen, dem Comic. Hergé, im Geiste eigentlich ein Perfektionist, hatte vermutlich gedacht, dass er sich bei der grafischen Erstellung des Cartoons viel mehr Mühe gemacht hätte, wäre ihm der Erfolg bewusst gewesen. Rückwirkend betrachtete Hergé Tim im Lande der Sowjets angeblich als eine unreife Jugendsünde, deren Wiederveröffentlichung er bis spät in die 70er Jahre verhindert hatte. Erst als eine Fülle aus Raubkopien den Markt flutete, stimmte er widerwillig einem Faksimile-Druck zu. Moment.
Das ist, wie es Michael Farr in seinem Buch darstellt. Pierre Azoulin beschreibt diesen Vorgang in seiner Hergé-Biografie ganz anders. Laut Azoulin war es Hergé selbst, der dem französischen Verlag Casterman vorschlug, eine Ausgabe des Sowjethefts herauszubringen. Und dies zog sich eine ganze Weile hin und her, da der Verlag wirklich verunsichert war, ob das eine so gute Idee sei. Am Ende haben sie es gedruckt, aber erst nachdem Hergé gedroht haben soll, diese alte Geschichte woanders anzubieten. Das widerspreche auf jeden Fall dem gerne aufgestellten Bild des reuevollen Hergé, der sich für seine Jugendsünde ein wenig schämt und sie am liebsten zum Verschwinden bringen würde. Doch so ist es immer, wenn man das Leben von Georges Rémy studiert. Es mangelt dort nicht an Widersprüchen. Und das macht es auch so faszinierend, wenn es manchmal auch eine gewisse Klarheit vermissen lässt. Ich würde gerne, während ich diese Rezension erstelle, zum Abschluss bei jedem Band drei meiner Lieblingspaneele auswählen. Das ist bei Tim im Lande der Sowjets nicht ganz einfach, da es hier noch an Qualität mangelt. Doch wie bereits gesagt, gibt es auch einige gelungene Bilder, die zumindest jenen Schwung und jene Dynamik andeuten, wie die Hergé so berühmt werden sollte. Bei diesem Bild sieht man bereits Hergés Talent für fahrende Autos. Er und sein Team würden Jahre später einige großartige Automobile zeichnen. Dies ist auch jene Szene, in der Tintin seine gehobene Locke bekommt. Anfangs zeichnete Hergé die auffällige Tolle nur als eine Reaktion der Haare auf den Fahrtwind. Doch etwas scheint ihm daran gefallen zu haben, denn die Locke ist nie wieder zurückgefallen. Das zweite Bild, das mir hier gefällt, zeigt eine Szene, bei der drei der GPU-Schergen versuchen, bei Tim ins Hotelzimmer einzubrechen, während sich Tim gegen die Tür stemmt. Auch hier kann man bereits Hergés Sinn für Bewegung und das aus der Bewegung entstehende Drama beobachten. Und als drittes Bild eine ganz andere Komposition, die eine andere Seite von Hergé zeigt. Eine Seite, die ich persönlich für noch wichtiger halte als seine dynamischen Bilder. Ich meine damit Hergés Fähigkeit, extrem ruhige, entschleunigte Momente festzuhalten. Solche atmosphärischen Bilder sollten später eine ungewöhnliche emotionale Dichte erreichen. Hier beobachtet Tim den Verfall und die Vermüllung von Moskau, die unter den Kommunisten stattfindet. Zeichnerisch sichtlich eines der besten Paneele in diesem Band. Eine Bewertung dieses Erstlings kann nicht allzu gut ausfallen. Und das würde mir vermutlich auch Hergé nicht verübeln. Schließlich hat er angeblich Jahrzehnte behauptet, die Originalbilder für diesen Comic seien entweder verloren oder beschädigt, um eine Wiederveröffentlichung zu verhindern, falls diese Geschichte stimmt. Ich gebe hier also 2 von 5 Sternen. Und das ist eigentlich verdammt großzügig, doch ich versuche der Tatsache Rechnung zu tragen, dass das Genre des Comics sich hier in seinen Kinderschuhen befindet und dass hier neue kreative Gebiete erschlossen wurden. Ferner haben wir es hier mit einem unerfahrenen 22-jährigen Zeichner zu tun, der noch nichts von der Welt gesehen hat und der sich massiv unter dem Einfluss eines Demagogen befindet. Und dieses Problem sollte bei dem nächsten Abenteuer von Tim und Struppi noch viel, viel massiver werden.